Hallo und herzlich willkommen zu Ich baue mir ein Haus. Mein Name ist Tine Wittler, ich trage einen orangenen Overall, eine schwarze Brille und wir werden heute, ja, dieses Gebilde fertig bauen. Na, nicht fertig bauen, aber wir werden dort weiter daran basteln und meine ganzen, ja, Kumpanen, seht ihr gerade, die sind dort unten. Das sind schwarze Schafe und weiße Schafe und Kühe und... Nein, natürlich nicht. Erstmal herzlich willkommen zu Minecraft, dem Let's Play. Ich habe ja gesagt, ich werde Minecraft Let's Playen und ich habe einen tollen Spielmodus entdeckt, nämlich den Creative-Modus. Ich habe vor geraumer Zeit, ich weiß jetzt nicht, wann ich das Video hochlade, auf Facebook gefragt gehabt, ob ihr Minecraft sehen möchtet, hatte dieses Bild jetzt hier. Ach, ist das herrlich. Und diese Musik. Toll. Im Hintergrund. Ich glaube, ich werde mal eben die, ganz schnell, sehr professionell mal eben den Sound nochmal ein wenig höher drehen hier von den Schafen alles. So, genau, und da haben doch ein paar findige Zuschauer, die auf Facebook mich geliked haben, zwei, gesagt haben, ja, wollen wir sehen? Natürlich, wir werden hier weiter bauen. So, das ist der Creative-Modus. Ich habe mir extra eine, ja, glatte Fläche oder beziehungsweise eine gerade Fläche besorgt, um hier ein wenig weiter zu schrauben. Ihr seht, ich habe ein wenig vorgearbeitet und ich muss dazu sagen, ich habe bei dem Gebilde jetzt hier, ich würde sagen, eine gute Stunde bis anderthalb, glaube ich, schon dran gesessen. Und wir werden da jetzt weitermachen und dann mal schauen, wo wir da landen werden. Bup, bup, bup. So, wir werden jetzt einen weiteren Fuß erstmal hinbauen. Ich muss jetzt erstmal abzählen. Die sind 9 auseinander. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also da 1, 2, 3, 4, 5. Das war zu viel. 5 Breit. Gesterben. Ach nee, das sind ja meine Kumpanen, die helfen mir ja. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, jetzt passt es auch wieder. So, ja, ich habe ein wenig im Internet geschaut. Und da ist mir... Hoppala. Okay, geht schneller als ich dachte. Und ich habe dort ein Gebilde gefunden, was ich gerne so ähnlich nachbauen. Nicht hundertprozentig, aber so ähnlich. War das jetzt 9 hoch? Ich weiß es gar nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und, voilà, falsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was wollte ich sagen? Ja, wie gesagt, das Ganze soll auf jeden Fall auch 7, 8. Ist das? Nee, ist das? Hä? Hey. Ist es jetzt richtig? Habe ich jetzt richtig gezählt? Ich muss mal ganz kurz schauen. 1, 2, 3. Mein Gott, kann man gar nicht sehen. 3, 4, 5. Ich glaube doch 9, ne? 7. Ich glaube, das müsste die Höhe sein. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, 9 hoch war der erste. Vor dem ersten Sims. Ich glaube, ja. Ich bin mir da nicht ganz hundertprozentig schlüssig. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich bin ganz aus dem Häuschen, ganz aus dem Wind jetzt gerade. Ach so, genau, das Ganze soll auch ein bisschen interaktiv werden für euch. Also natürlich jetzt die erste Folge, wenn ihr rauskommt, dürft ihr natürlich fleißig hier unter... Was mache ich denn? Nein! Dürft ihr fleißig unter dieses Video... Ich bin mir nicht sicher, dass das richtig hoch ist. Nein, das ist falsch. Das ist schon viel zu hoch. Was, doch nur 7? Dürft ihr nämlich drunter schreiben, dann... wie ihr gerne weiter vorangehen, wie ihr weiter vorangehen möchtet, also was wir da weiter dran bauen, wie wir es weiter bauen werden und ja, das Ganze, wie gesagt, werdet ihr mitgestalten können. Ich hoffe, das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ihr dürft ja da mal eure Meinung oder eure, ja, kreative Kunst ausüben, auslassen.
Und dann werden wir da mal ein wenig schauen, was wir dabei so hinbekommen. Und ja, dann wollen wir mal schauen, dass wir das Ganze erstmal weiterführen. So, jetzt schaue ich mal eben. Ich darf mir jetzt nicht hier. Ich glaube, das ist die Höhe. So, die Musik ist aber auch gerade total Porno. Ich habe extra auch auf friedlich gestellt. Ich habe am Anfang, muss ich dazu sagen, ich hatte am Anfang fast so ein Gebilde schon fertig gehabt und ich hatte nicht auf friedlich stehen. Ja, und dann hatte ich diese Silberfische oder was das war und die haben mir alles kaputt gemacht. Toll. Kaputt gemacht, kaputt gemacht, kaputt gemacht. Ja, demnächst steht ja auch in der Let's Play Live Show Metro an. Metro Last Light, weil Metro, wenn das Video ausgestrahlt wird, Metro 2. Huch. Weil Metro 2033 ja zu Ende ist. Und werde ich, habe ich ja versprochen, werde ich ja Last Light im Stream zeigen. Dürft euch drüber freuen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und, egal. So. 3, 4, 5. Ist gar nicht so einfach, so zählen und gar nicht mein Ding. 2, 3, 4, 5. So. Ja, und anschließend dann am 10.10. Dazu muss ich auch noch was sagen. Am 10.10. habe ich ja gesagt, Alien. Ja, im Livestream Blind. Wenn ich es eher bekomme, werde ich es vielleicht sogar eher streamen. Ich bin mir dabei dann noch nicht ganz sicher. Wegen den Rechten und alles muss ich da nochmal ein wenig schauen. Aber ich gehe davon aus, dass es zum 10. bleibt alles. Also 10.10. Let's Play Live Show 20 Uhr einschalten. Und wir gehen ja so langsam auch auf Weihnachten zu. Und wie gesagt, da kommen ja die Specials. Und wir schauen mal, wie weit wir auch hier mit dem Gebilde kommen. Ich glaube nicht, dass wir bis Weihnachten fertig sind. Aber das werden wir alle sehen. Und schauen und gucken. Und hast du nicht gesehen, mit allem Dings und Bums und überhaupt. Was ist denn da? Achso, eine braune Kuh. Ich habe noch nie eine braune Kuh gesehen. Ja, vielleicht haben es einige gar nicht mitbekommen in den News. Ja, viele munkeln momentan, dass es, oder beziehungsweise gab es eine News, dass GTA 5 eine Ego-Perspektive bekommen sollte, würde, könnte, wie auch immer, what auch ever. Und ich würde mich riesig drüber freuen, denn das ist ein ganz anderes Spielerlebnis, glaube ich, in der Ego-Perspektive. Ich könnte mir das echt cool vorstellen. Also es wird echt interessant dann, wenn es wirklich eingefügt wird. Ich glaube, optional soll es dann sogar sein. Also für Leute, die es natürlich nicht Ego spielen möchten, können es dann ausschalten. Ist das jetzt die richtige Höhe? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ein noch drauf. Ja, das könnte hinkommen. So. Aber wie gesagt, ihr könnt hier unter diesem Video einfach mal schreiben, wie wir da weiter vorangehen, auch in Sachen hier mit diesem Gebäude und was ihr euch da vorstellt. Bauen wir einen schönen Garten? Wie soll der aussehen? Schreibt das einfach mal unter diesem Video drunter. Ich werde mir das durchlesen und dann verwirklichen für die nächste Folge dann. So, das sieht doch super aus. Das habe ich jetzt super überquatscht, ja? Den Turm zu bauen. Mein Gott, wird das ein Riesenmoped. Ist ja unglaublich. So, und jetzt hatte ich mir eigentlich vorgestellt. Mein Gott, diese Musik. Jetzt hatte ich mir eigentlich vorgestellt, dass ich hier drüber erstmal eine komplette Reihe Silberfischstein. Das war das nämlich gewesen. Baue. Obwohl, eigentlich wollte ich gar nicht Silberfischstein. Eigentlich wollte ich Stein. Ganz normalen, puren Stein. Da, Stein. Den wollte ich. Das ist nämlich doch genau der gleiche. Ja. Und ich habe die ganze Silberfischstein benutzt. Na toll. Genau. Jetzt erstmal hier so eine komplette Lage erstmal drüber ziehen. Dass wir erstmal so eine gerade Fläche da drüber haben. Oh, und diese Musik. La 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 la. La 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 la. Hupala. La 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 la. Das soll das natürlich nicht das einzige Gebäude auf dieser Karte werden. Also da werden noch ein paar andere weitere Folgen. Ich denke mal, dass das Let's Play wahrscheinlich sehr, sehr weit gehen wird. Also werden etliche Folgen kommen, mal zwischendurch vielleicht mal eine kleine Pause.
Und ja, zwischendurch dann mal ein paar kleinere Folgen. Wir werden mal schauen, wie weit wir, wie gesagt, mit der ganzen Show so kommen. Mich hat das Fieber gepackt, genauso wie dich auch. Ich weiß es. Huch, wo baue ich denn hin? Hier ist doch schon Ende. So. Ja, das hätten wir. Das wäre diese Lage da oben drauf. Das sieht jetzt noch ein bisschen, ja, human aus. Noch nach gar nichts. Nach noch gar kein Gebäude groß. Also, sondern eher so nach, ja, Türmchen und Füßchen. Mit einer Fensterfront. Zwei Stück. Und jetzt werde ich mal schauen, wie ich weiter vorangehe. Ich glaube, ich werde jetzt hier oben nochmal etwas drauf zimmern. Oh, es wird dunkel. Es wird dunkel und die Musik wird düster. Das ist nicht gut. So, ja. Das definitiv soll erstmal wieder so. Huch, ich komme noch nicht so ganz mit dem Fliegen klar. Ihr merkt's. Wie handhabe ich das Ganze denn jetzt? Werde ich das jetzt? Ich glaube ja. Ich glaube, jetzt kommt überall erstmal ein so ein pisseliger Stein hin. Ich finde übrigens den. Ah, wie schön. Sonne, ich bin erleuchtet. Wo war ich stehen geblieben? Erleuchtet. Ich hab den Faden verloren. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ihr werdet's wahrscheinlich wissen. Ich nicht mehr. Ich hab's vergessen. Irgendein Thema wollte ich eigentlich anschneiden. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Huch. Und die Musik ist mir jetzt partout tatsächlich doch noch zu laut. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie so laut wird auf einmal. Ich hoffe, man kann mich noch hören. Ich werde die Musik mal so auf 10. 10 ist eine gute Zahl. Obwohl ich eigentlich das vorher mit einer Testaufnahme mal ausprobiert hatte, dass man mich hören kann. Oh, das Dorf. Aber die fingen jetzt doch ein bisschen an zu nerven. So, das sieht doch schon wieder ein bisschen besser aus. Was das ausmacht, ist unglaublich. So, jetzt werde ich natürlich hier oben eine weitere Etage bauen mit weiteren Füßen. Ja, 1, 2, 3, 4. Und wie hoch wird die denn? Ich würde sagen 5, boah, 6 bis 8 vielleicht. 2, 3, uah, 3, 4, 5, 6. Ja, ich denke mal 6. 6 ist eine gute Zahl. Mit 66 Jahren. Nicht, was ihr denkt, 6. So, da fängt das Leben an. La 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 la. Oh, die Tierchen. Oh. Können auch ein bisschen Schabernack hier auch machen, im Übrigen. Ich habe extra auch keinen Multiplayer gewählt, sodass ich ungestört hier bauen kann, fleißig. Und diese Arbeit kundtun kann. So, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann einfach hinterher bauen. So, ich bin echt mal gespannt, was ihr so schreibt, auch unter dem ersten Video hier, wie es euch gefallen hat und alles. Wir sind jetzt schon mittlerweile schon 14 Minuten fast hier am Bauen und am Quasseln, wenn ich jetzt hier die Zeit am Überbrücken, was heißt Zeit überbrücken, euch am Unterhalten. Ich hoffe, es ist unterhaltsam. So. Zack, zack, zack. Zack. Ja, Let's Play Live Show. Jetzt habe ich total vergessen. 2, 3, 4, 5. 6. Ja, bald einjähriges, gar nicht mehr so lange. Ich freue mich tierisch, ja, ich freue mich tierisch wie ein Schnitzel. Und ich hatte ja gesagt im Stream mal, ist jetzt glaube ich 2 Wochen her, circa. Ja, eine Silvestershow wird es auch geben, live im Livestream. Bin mal gespannt, wer da von euch alles dabei sein wird. Wer zugucken wird. So, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, so. 6, 6, ich mache gerne 6, 6, 6, ich mache gerne 6, 6 am Tag. Ich mache gerne 6 mal 6 am Tag. So, da haben wir wieder einen Pfeiler. Fast fertig. Fast. Ah, die Tine Wittler, ich mache die Wohnung schön. Ah. So, das sieht aus. Oh, da haben wir, glaube ich, einen Stein vergessen. Kann das sein?
Ja, es sieht zumindest danach aus. Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Kein Problem. So, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Vielleicht werden wir auch mal da hinten zu diesem Dorf gehen und uns das mal anschauen, was da so gebaut ist. Aber ich glaube, ich werde mit meiner Monströsität hier auf jeden Fall gewinnen. Naja, weil das ist ja jetzt schon größer. So. Mein Gott, ganz schön lange Nacht ist es. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. So. Die Schafe. Ich wünsche, ich wäre ein Schaf. Da. Aber so viele Tiere hier. Mein Gott, die gucken sich ja alle an. Die sind nur Zuschauer. Ja? Ihr könnt ruhig mal helfen. Ja? Achso, und ja, was wollte ich sagen? Es gibt ja so findige. 2, 3, 4, 5, 6. Ich komme immer wieder aus dem Ding, aus dem Takt. Ja, wahrscheinlich für die Leute, die jetzt hier meinen Kanal auch verfolgen und jetzt gerade hier dieses Video sehen, werden wahrscheinlich einige dabei sein, die haben auch einen Kanal und machen auch ein paar Let's Plays. Erstmal schöne Grüße. Und ihr macht das auch alle toll. Und natürlich die Großen, wie gesagt, machen das natürlich auch super. Ich weiß gar nicht, ob es denjenigen oder euch auch aufgefallen ist. Es gibt immer wieder Leute, die. Also es gibt Leute natürlich, die finden die Videos gut, die machen hier auch ein Like und alles und schreiben auch Kommentare. Aber es gibt immer wieder 3, 4, 5, 6. Es gibt immer wieder Leute, die müssen einfach negativ bewerten. Das ist einfach so. Ich weiß nicht warum, ob sie ihren Biorhythmus kundtun müssen. Ich weiß es nicht, aber sie müssen einfach negativ. Sie müssen einfach negativ bewerten. Das ist einfach so. Daumen runter. Nee. Egal. Ich meine, ich habe nichts dagegen. Sollen sie gerne machen. Ja, das ist einfach so. Ich habe immer wieder negative Bewertungen. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Dann sollen sie auch ruhig schreiben, warum, weshalb, wieso. Ja, aber sie tun es ja nicht. Sie tun es ja partout nicht. So, dann werden wir mal gucken, dass wir hier mal eine Fensterfront komplett in der oberen Etage einbauen. Wie die aussehen wird, weiß ich noch nicht. Ich denke mir mal, dass ich. Jetzt werde ich erstmal den Stein wegpacken, weil das ist nämlich der für den Fuß, sonst komme ich durcheinander. So, okay. Fertig! So, das ist die Fensterfront. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, ich werde die Fensterfront doppeln. Wenn das. Dann ist das wieder fast das gleiche wieder unten, oder? Obwohl. Schauen wir mal, wie wir das machen. So, dann haben wir hier zwei schwarze. Zwei schwarze, also Entschuldigung, ja. Schwarze Klötze. Hey, guck mal, er hat Klötze gesagt. So, genau. So habe ich mir das vorgestellt. Nur vorgestellt. Also stellen wir uns das nur mal vor. So, nehmen wir nur mal an. Mein Gott, und was momentan auch wieder in der Spiele. Hysterie, wollte ich jetzt gerade sagen. In der Spielegemeinde wieder los ist, ist ja der Wahnsinn. Ja. Den ganzen frauenfeindlichen Gedöns und alles und ich kann es partout nicht hören. Ja, also wenn man dazu eine Meinung hat, soll man sie ruhig sagen. Das ist richtig. Ja, aber man, so einige Sachen soll man doch, glaube ich, dann lieber für sich behalten. Ja, wenn man so einige Kommentare liest unter ein paar Videos, da erschrecke ich mich manchmal. Und fragt mich doch manchmal, wo die Leute ihr Hirn haben. Hirn! Lieber Gott, gib Hirn! Hab ich nicht! Egal, gib Titten! Das, nein, das war jetzt auch wieder frauenfeindlich. Entschuldigung. So, das gefällt mir noch nicht so wirklich. Das gefällt mir noch nicht so richtig. Ich glaube, ich werde das. Ob das so. So wie ich mir das vorstelle. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, ich werde es so lassen. Das sieht gar nicht mal so schlecht, aber ich glaube, ich werde da oben in der Ecke. In der Ecke. In der Ecke.
Ich weiß noch nicht, ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht. Da ist zu viel Schwarzes mehr da drin, bin ich ganz ehrlich. Zu viel Schwarz, zu viel Schwarz, zu viel Schwarz. Das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus. Das kann ich nicht mitleben. Gib doch mal einen Tipp da unten! Ich kann keinen Tipp geben. Kein Tipp geben. Das ist aber auch schwer jetzt hier. Ein schweres Pflaster, muss ich ganz ehrlich sagen. Schweres Pflaster. Ich glaube, das mit der Mitte werde ich, glaube ich, so lassen. Jetzt werde ich unten erstmal. Huch. Unten erstmal so eine gerade Schnur bauen. So, zack, 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 zack. Nein. Nein. Ich glaube, ich werde. Vielleicht ziehe ich in der Mitte ein. In der Mitte ein Durch. Ich ziehe in der Mitte ein Durch. Und dann kommt der Lurch. Ich glaube, ich werde in der Mitte mal was probieren. Probieren geht über Studieren. Nämlich mit einem neuen Gestein, wo ich noch nicht weiß, weil ich hier so viel Auswahl habe. Was nehme ich denn da? Puh. Münzel haben wir auch hier. Ich glaube, der ist ganz cool. Ich glaube, den wollen wir mal ausprobieren. Ja, ich werde mal so das. Aber da ist wieder zu viel Durcheinander, zu viel Gewusel. Das gefällt mir nicht. Oder den dunklen Block. So. Ja, war ein dunkler Block, den ich hier durch hier. Nein, kann ich nicht. Aber es sind auch so Mini-Fenster dann nur, ne? Ich werde es mal. Nein. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich werde das jetzt erstmal so offen lassen. Ja, hupala. Gefällt mir, glaube ich, immer noch am besten. Und dann vielleicht überlege ich mir da nochmal irgendwie was anderes. Ich lasse das jetzt erstmal so. Ja, hier noch eine Front machen. Eine Front. Wir machen komplett die Front erstmal so. Ja, also die ganzen Fronten. Hupala. Von den. Na. Von der obersten Etage. Ja, oben drauf kommt dann nur noch das Dach. Gedenke ich. Gedenke ich, dass da oben nur noch das Dach hinkommt. So, und ja, ich denke schon. Ich denke schon. So richtig zwei Stück. Ja, zwei Stück dahin. Zwei Stück. Ja, zwei Stück dahin. Zwei Stück, dann wieder eine dunkle Kiste. Und dann zwei Stück. Eins, zwei. Nee, falsch. Hä? Ach, drei. Nee, hä? Das sind doch. Hä? Moment, da stimmt doch was nicht. Da haben wir drei. Was? Habe ich mich jetzt verzählt? Vergucke ich mich da jetzt gerade ein bisschen? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich habe mich ein wenig verbaut. Es sieht aus, als ob der Abstand größer ist wie der, aber. Hä? Nein, nein. Ich kann ja nicht sein. Ja. Schauen wir mal. Machen wir mal hier so. Zack. Machen wir es mal weg. Weg, 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 weg. So. So, da haben wir 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das ist richtig. So, und dann kommt ein schwarzer und dazwischen bleiben dann zwei. Das ist also schon mal falsch. Das heißt, wir haben dazwischen zwei Blöcke frei und hier passen drei rein. Das heißt, irgendwas stimmt da von. So, also irgendwas stimmt da nicht mit der Breite. Das heißt, dass wird dieser Abstand wird vermeintlich größer sein wie dieser. Das heißt, ich habe den Turm wahrscheinlich hier ja, zu dicht gebaut. So wie ich es schon vermutet hatte. Oder beziehungsweise wie ich es natürlich nicht vermutet hatte, weil ich es nicht wusste. So. Also, egal, soll uns nicht daran hindern, bauen wir einfach. Macht ja nichts. Fällt gar nicht auf. Sieht man beim Fahren nicht. Hat man früher immer bei mir auf der Arbeit gesagt, sieht man beim Fahren nicht. Ja. Falls sich jetzt viele fragen, was hat der beruflich gemacht? Wollte gar nicht wissen. So, aber dann können wir vielleicht hier ein. Ja, sieht ein bisschen aus wie ein Knast. Aber lassen wir mal so. Außen ein bisschen breiter, in der Mitte ein bisschen dünner. Könnte zu Dine Wittler auch passen. Naja.
So, ich würde sagen, ja, das sollte erstmal die erste Folge gewesen sein in Creative Modus. Und wir haben natürlich, hoppala, viel geschafft. Ja, wir sehen uns dann in einer weiteren Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Und bis dahin, sagt der Reflex, tschüss.